Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein Full Face nur mit Influencer-Produkten. Ich bin richtig, richtig gespannt. Das sind viele neue Produkte, Produkte, von denen ihr bestimmt gar nichts mitbekommen habt und einige meiner Favoriten, die ich schon seit einer Weile benutze. Ich bin richtig, richtig, richtig gespannt. Dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Purish. Sie haben mir einige Produkte, aber nicht alle zur Verfügung gestellt. Wir schminken ein mehr oder weniger Full-Face-Make-up, denn ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gab so ein paar Produkte, die die Influencer noch nicht rausgebracht haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ja, ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Freunde, ich habe gerade das dickste Paket abgeholt mit zwei Produkten. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. P. Louise. Das ist die beste Freundin von Mitchell. Und das ist eine britische Influencerin. Und die hat vor einer Weile ihre eigene Marke rausgebracht. Und das, ich glaube, gehypteste Produkt aus ihrer Reihe waren die Lidschattenbases. Und jetzt haltet euch fest, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt hier in das Bild reinkriege. Es gibt ein sehr, sehr großes Paket mit allen Lidschattenbases. Das Packaging ist so extra, das ist unglaublich. Und wir machen das Ganze mal auf. Das ist nämlich die P. Louise featuring Tailor-Made Jane, wer auch immer sie ist, aber sie ist eine Influencerin. Alle Bases, die es gibt. Ich glaube, dass man die auch einzeln bei Purish kaufen kann. Ich setze euch die Links selbstverständlich zu den Produkten unten alle rein. Es wird mit Sicherheit auch wieder einen Code geben. Auch der ist einmal unten in der Infobox, damit unterstützt ihr mich natürlich. Aber wie krass ist das? Ich wollte diese Bases schon immer haben und ich wusste nie, wo ich die herkriegen soll. Jetzt ist Purish da und rettet mich wieder und gibt die neuesten Produkte, die wir sonst in Deutschland nicht bekommen können. Unter anderem P. Louise. Sie haben richtig, richtig coole Marken. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ihr zahlt kein Zoll. Die sitzen hier in Berlin. Sie verschicken aus Berlin. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass es irgendwie im Zoll hängt und ihr dann noch extra was zahlen müsst. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen. Fangen wir erst mit der Base an? Ich glaube, wir fangen erst mit der Pflege an. Denn da gibt es zwei neue Produkte von Christian Dominique. Dominique Cosmetics. Sie ist eine Influencerin und sie hat sich mit einer anderen Influencerin zusammengetan. Und die ist so eine Skincare-Influencerin, glaube ich. Und sie haben zwei Produkte rausgebracht. Ultra Hydrating Fine Mist. Das ist einfach so ein Spray. Das sprühen wir uns jetzt aufs Gesicht gleich. Und dann nochmal ein Ultra Hydrating Complexing Primer. Und ich glaube, das ist der erste Primer, den eine Influencerin rausgebracht hat. Beziehungsweise sogar zwei. First Impression oder meine Meinung zu Influencer-Produkten kennt ihr, glaube ich. Erstmal, ich unterstütze gerne Influencer und demnach auch meine Kollegen, wenn sie Produkte rausgebracht haben, weil ich weiß und ihr werdet es bald sehen, wie viel Arbeit und Herzblut und Angst und Stress in diesen Produkten stecken. Und ich probiere jetzt das Spray aus. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr feiner Sprühnebel. Riecht sehr frisch. Nicht so übertrieben und es riecht wirklich gut, Freunde. Da sind 118 Milliliter drin. Es wird eine Weile halten, weil der Sprühnebel ist sehr, sehr fein. Ich zeige es nochmal. Ganz, ganz weich und verteilt sich schön im Gesicht und man braucht, glaube ich, auch nicht viele Sprühnebel. Ich werde das nachher auch nochmal benutzen. Ich werde jetzt aber vorher noch den Primer benutzen und ich finde es total spannend, weil Influencer bringen ja meistens immer so dasselbe raus, Lidschattenpaletten, aber so Base-Produkte sehr, sehr selten. Das ist eine sehr... Das riecht nach Melone, aber nicht nach Wassermelone, weil das mag ich nicht, sondern nach Honigmelone. Sehr, sehr schön im Gesicht an. So ein bisschen silikonisch im Nachgang, aber die Haut, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, wahrscheinlich schon, sieht sehr mit Feuchtigkeit versorgt aus. Ich gehe nochmal mit dem Spray rüber. Heute mehr ist mehr. Womit fangen wir an? Womit machen wir weiter? Wir fangen erstmal mit den Augen heute an. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Mitchell kennt, aber der hat ganze Looks aus dieser Kollektion geschminkt, also ihr könnt die halt auch als Lidschatten benutzen. Wir haben weiß und dann komplett einmal das Farbrad durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verschiedene Farben. Also für jeden Hautton auch die perfekte Lidschattenbase. Ich finde es immer so schwierig, wenn Firmen eine Lidschattenbase rausbringen mit einer Farbe. Girl, was ist mit einer dunkleren Hautfarbe? Die können ja nicht dickweiß nehmen. Ich benutze heute die Farbe Rumor 2. Ich mache als erstes mal meine Augenbrauen. Und da benutze ich den Precisely My Brow Pencil. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber Ishtar hatte vor einer Weile mal eine Kollektion rausgebracht mit Benefit, mit ihren liebsten Produkten. Da war unter anderem auch der Stift mit dabei. Ich habe schon mal so ein Video gemacht, Freunde. Falls ich das finde, verlinke ich euch das einmal hier in dieser Ecke. Es kam sehr, sehr, sehr gut bei euch an und ich finde das auch wichtig,
meine Kollegen zu unterstützen. Also Augenbrauen sind einmal drauf. Ich mache jetzt aber auch wirklich nur erstmal so grob. Jetzt benutzen wir diese Base und man kann damit natürlich auch einmal seine Augenbraue ausschneiden. Ich weiß nicht, ob man das sogar als Concealer benutzen kann oder als Contouring. Das probieren wir nämlich gleich aus. Ich benutze als erstes von Morphe und James Charles den 224er Brush. Und damit, Freunde, ich gebe mir das jetzt hier erstmal rauf. Ich weiß nicht, wie deckend das ist, ne? Also First Impression. Gebe ich mir das so ein bisschen aufs Lid. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr. Ich will wirklich eine sehr, sehr deckende Base haben heute. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, macht ihr zuerst eure Augen oder eure Base? Oder macht ihr das abhängig? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich gehört, dass YouTube mittlerweile den Erfolg eines Videos daran misst, und das ist jetzt kein Schmarrn, den ich euch erzähle, das habe ich wirklich gelesen, wie passend ein Kommentar zu dem Video ist. Deswegen, wie macht ihr eure Base für den YouTube-Algorithmus? Wow. Okay, also Base ging extrem gut rauf. Ich bin überrascht. Fühlt sich gut an. Okay, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist sehr schön sauber. Hier natürlich ist jetzt noch so ein bisschen vermischt, ist aber nicht ganz so wild. Freunde, und jetzt genauso extra wie diese Vault Collection gibt es eine Palette. Die Love Tapes von P. Louise. Da möchte ich ein paar Farben draus benutzen. Das ist tatsächlich die Palette. Also das ist nicht die PR-Box oder so. Ihr seht. Hier sind Lidschatten drin und Highlighter. Einer ist leider beim Transport kaputt gegangen. Aber wie schön ist bitte diese Palette? Das sind genau meine Farben. Auch hier bin ich sehr gespannt. Ich stelle die Palette jetzt mal vor mich, weil die ist viel zu groß, dass ich sie euch zeige. Das ist eher so ein Stück, da stellt man sich hin und das genießt man alleine schon, wenn man dran vorbeiläuft. Die Base ist nicht ganz angetrocknet, fühlt sich aber sehr gut an und meine Haut, Freunde, fühlt sich richtig schön gepflegt an. Ich nehme mir als erstes einen großen, fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Urge. Das ist so ein ja, eher zartes Rosé. Und das gebe ich mir hier oben hin. Schon mal so ein bisschen als Transition Shade. Die kommt bei mir jetzt nicht so raus. Ich glaube, wenn ich die komplett weiße Base benutzt hätte, dann wäre die richtig, richtig krass. Aber darum geht es nicht. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass ich eine schöne Grundlage habe. Und ich mische ein bisschen Smitten mit rein. Die ist ein bisschen intensiver. Oh ja, okay. Das ist die Transition Shade für mich. Ich finde, bei Transition Shades muss man immer so ein bisschen gucken, zu welcher Hautfarbe passt sie, zu welcher Base passt sie. Und die sieht richtig, richtig intensiv aus. Als nächstes nehme ich einen Pinsel aus der Marvin und BH Kollektion und gehe in die Farbe Taste. Das ist ein sehr intensives Rot. Pinsel sieht gut voll aus und jetzt bin ich gespannt. Yes. Das ist rot. Schaut euch mal an, wie schnell und einfach ich die Farbe verblenden konnte. Stempel sie rauf, gehe hier so ein bisschen rüber und ich vermute, das liegt an diesen Bases. Wow, hätte ich nicht gedacht, wie wunderschön das aussieht. Sehr, sehr ebenmäßig und sehr, sehr gleichmäßig. Ich nehme jetzt nochmal einen sauberen Pinsel und verblende hier oben so ein bisschen. Ich blende das Ganze mit den Letizia Lehmack Pinseln aus. Das sind mit meine absoluten liebsten Pinsel, die ich überhaupt habe. So unglaublich gute Qualität. Das sieht gut aus. Ich nehme denselben Pinsel von Marvin und gehe jetzt in die Farbe Spark. Das ist so ein dunkles Lila. Und das setze ich mir hier außen an meinen äußeren Augenwinkel. Damit kann ich schön verdunkeln. Aber ihr könnt die richtig schön aufbauen. Schaut mal, wenn ich sie hier so raufstempel, wie intensiv die Farbe dann wird. Kleiner Minuspunkt ist die Größe der Palette, weil sie ist halt wirklich extrem unhandlich. Aber der Spiegel ist schön und der Highlighter, da bin ich sehr gespannt. So sieht das Ganze noch ein bisschen unordentlich aus. Ich mache das hier selbstverständlich auch gleich sauber. Freunde, jetzt aber der Hack. Und zwar benutze ich jetzt diese Base und ziehe mir damit eine Cut Crease. Ich gebe mir so ein bisschen was hier auf meinen Handrücken. Und das ist wohl der ultimative Cut Crease Concealer überhaupt. Was ich gerade feststelle, ist, ihr könnt einfach Lidschatten mit reinmischen und dann habt ihr eine Base. Also in der Farbe, wie ihr sie haben wollt. Ihr könnt euch eure eigene Base anmischen. Das ist eine Cut Crease. Falls ihr es sehen wollt, Freunde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mache ich mal ein Full Face nur mit Creme-Produkten. Und ich glaube, dass man damit richtig, richtig, richtig cool konturieren kann und Looks machen kann. So als Creme-Lidschatten. Also die Base ist wirklich der Oberknaller gerade. Aus der 1991-Palette von Alicia Marie, einer meiner absoluten liebsten Paletten, nehme ich die Farbe Lullaby und die sprühe ich vorher einmal mit dem Spray von Dominique Cosmetics an. Und die gebe ich mir hier rauf. Und da die Base noch feucht ist, haftet der Ton unnormal. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, diesen Reflex.
gehe noch hier in die Farbe Legend rein und das gebe ich mir hier so an den Übergang. Ich liebe, liebe, liebe diesen Look gerade. Okay, Freunde, wir machen weiter mit der Base. Meine Haut hat den Primer richtig schön aufgenommen. Es gibt keine Foundations, außer von Fenty, die ich als Influencer Foundation benutzen könnte. Aber wisst ihr was? Wir probieren jetzt einfach mal diese Base als Foundation aus. Ist völlig over the top, aber dafür sind wir doch hier, oder? Als Foundation nehme ich die Farbe 3 und ich mache wirklich nur eine ganz dünne Schicht. Also ich möchte gar nicht zu viel Foundation haben, beziehungsweise ich vermute, dass das die krass haltendste Foundation aller Zeiten sein wird. Ist natürlich völlig übertrieben, Freunde, aber ich will euch nicht schon wieder die Fenty Foundation zeigen, sondern ich will euch auch hier verschiedene Farben zeigen. Habe ich gerade ein Color Match für mich entdeckt? Lässt sich extrem gut verteilen. Hat eine schöne mittlere Deckkraft, würde ich sagen. Nicht zu extra. Und fühlt sich unnormal schön auf meiner Haut an gerade. Ich nehme jetzt nochmal hier einen neuen Schwamm. Ohne Witz, Freunde, das ist die schönste Foundation seit langem, weil sie so unglaublich natürlich aussieht. Okay, Concealer machen wir aber richtig. Da benutze ich von Fenty den Pro Filter Hydrating Concealer. Ich weiß nicht, ob Rihanna auch eine Influencerin ist. Irgendwie schon, weil alles, was sie macht, alle wollen es auch. So, ich gebe euch ein Feedback in den Kommentaren. Ich trage das morgen einfach mal komplett einfach nur als Foundation und schreibe euch das dann hin. Es ist natürlich dann auf Dauer etwas teurer, aber wie findet ihr es bis jetzt? Also klar, ich muss noch so ein bisschen weiter arbeiten, aber das Schöne ist, bei Influencer-Produkten kann man sich eigentlich fast darauf verlassen, dass sie gut sind, weil keiner bringt etwas raus, wo er nicht hintersteht. Dass mal was schief geht, okay, kann immer passieren und das, finde ich, ist auch nicht so schlimm. Und es kann ja auch nicht immer für jeden alles genau das Richtige sein, aber crazy. Ich lieb's. Zum Setten unter meinen Augen benutze ich von Luisa Creschen und Lovia den E204er Brush und sette das mit meinem Jeffree Star Puder. Ich will den Namen nicht zu laut sagen, weil sonst gibt's wieder Ärger. Aber das ist halt ein fantastisches Puder unter meine Augen und um meine Nase. Ich finde, dass die Foundation so ein wunderschönes Finish hat, dass ich die eigentlich gar nicht setten möchte. Ne? Also das sieht ja, es fühlt sich nicht nass an, es fühlt sich aber in place an. Und ich glaube, dass ich damit hier gerade etwas für mich gefunden habe, wo ich sage, wow, es verändert alles. Okay, so sieht das Ganze schön aus. Als Blush benutze ich auch etwas, was eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, aber es ist seit langem mein liebster, wirklich liebster Blush. Und das ist aus der Hatice Day Palette, die Farbe Smile. Ich gehe hier rein, extrem pigmentiert. Ich klopfe so ein bisschen ab und setze mir das hier hin. Das ist so ein schöner Ton. Das ist jetzt natürlich viel zu viel. Ich blende das gleich aus. Aber ihr seht, das ist die perfekte Blushfarbe. Wow, wow, wow. Ich habe ein Produkt zugeschickt bekommen und ich könnte vermuten, dass das vielleicht so eine Alternative zu dem Hatice Bronzer ist. Ich weiß, ihr wisst es, Favorite Bronzer, aber es gibt einen von Love und auch Love gibt es jetzt bei Purish. Der sieht sehr schön aus. Der sieht so feucht aus. Ich nehme einen Pinsel, den habe ich euch noch nicht gezeigt. Der ist aus einer LE, die ich euch noch nicht zeigen darf. Ich mache es trotzdem. Und den setze ich mir hier so ganz leicht hin. Der ist sehr, sehr feucht, der Bronzer. Also der ist nicht so trocken, sondern das ist fast schon ein Creme-Produkt, gehe ich hier rüber. Also der ist so ein bisschen auf der wärmeren Seite. Wenn ich hier mit dem Finger reingehe, das ist ganz, ganz weich. In der P. Louise Palette ist auch ein Highlighter drin. Und den trage ich mit dem Letizia Pinsel auf. Das ist der FF3. Der ist sehr, sehr gold. Der andere war so ein bisschen kühler. Okay, sehr blinding, sehr gold. Ich nehme nochmal meinen eigenen und gehe in die Farbe Can't Relate. Ich mache einmal meinen unteren Wimpernkranz und bin gleich wieder zurück. Als Inner Corner Highlight nehme ich den Kisu-Pinsel. Das ist der, weiß ich nicht, aber der kleine. In die Farbe Pixie aus der Alicia-Palette. Und setze mir den hier hin. Yes, blinding. Für die Lippen habe ich verschiedene Produkte. Als Lippenstift benutze ich von Jolina und Lethal Cosmetics die Farbe Sand Nudes.
ein sehr, sehr schönes klassisches Nude. Und gebe mir dann noch, auch weil es neu ist und es bei Purish gibt, die Lip Volumizer von Love rauf. Pink Injection Pearlized Boost. Ich nehme Pearlized Boost. Das sieht aus wie eine Pipette. Das Füßchen ist sehr flach. Und das gebe ich so ein bisschen drüber. Das wird die Lippen so ein bisschen plumpen. Ich finde es schade, dass es Love nicht mehr in der Drogerie gibt. Aber dafür jetzt bei Purish. Es hat so einen ganz leichten Schimmereffekt drin. Ich weiß nicht, ob ich euch das swatchen kann. Ich glaube, ihr werdet es nicht sehen in der Kamera. Da so ein bisschen pearlescent ist es. Freunde, ich mache einmal Lashes fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit den Influencer-Produkten und ein paar Alternativen. Also ich habe die Lashes auch von P. Louise drauf gemacht. Das waren die der. Freunde, es ist extrem viel. Ich habe sie hier einmal extra drauf gemacht, dass ihr sehen könnt, wie groß sie sind. Hier habe ich sie ein Stückchen abgeschnitten. Sie sind extrem groß, sie sind extrem over the top. Ich lieb's. Ich liebe den Lidschatten. Ich bin am meisten begeistert von diesen Bases tatsächlich, weil das so schön auf der Haut aussieht. Es sieht aus, als hätte ich nur so ein leichtes Make-up drauf, aber eigentlich sehe ich aus wie eine Drag Queen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Freunde, ich setze euch die Produkte unten in die Infobox. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.